So, warum sind Sie hierher gekommen, um sich testen zu lassen? Was ist Ihr Beweggrund? Also ein Bekannter von mir wurde positiv getestet und dann habe ich natürlich gesagt, das lasse ich mich auch testen. Also eigentlich wurde ein Bekannter von einem Bekannten positiv getestet, aber das war mir schon riskant genug und da habe ich gesagt, ich lasse mich jetzt auch lieber mal testen, bevor ich irgendwelche anderen Leute noch anstecke. Aber Symptome habe ich jetzt keine oder so, aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Wie war das jetzt für Sie? Was mussten Sie alles machen? Was mussten Sie auch mitbringen? Das war eigentlich sehr unkompliziert. Man braucht den Meldezettel, dass man in Wien wohnt. Man braucht einen Ausweis, man braucht die E-Card. Und dann kriegt man eigentlich von dem sehr freundlichen Personal erklärt, wie man das machen muss. Da muss man einfach gurgeln, 30 Sekunden lang, das dann wieder raus in diese Pipette. Das funktioniert nicht so gut, da habe ich mich ein bisschen angepatzt. Und ja, das war's. Und dann wird man innerhalb von 72 Stunden maximal kontaktiert, haben sie gemeint. Und wenn es positiv ist, wie wird man da kontaktiert? Und negativ gibt es da jetzt auch verschiedene, also dass man angerufen wird oder dass man per Mail da auch Bescheid weiß? Genau, also wenn man positiv ist, wird man schneller kontaktiert natürlich und per Telefon dann gleich. Und sonst kriegt man eben eine SMS und kriegt einen Befund zugeschickt und kann den online abrufen. So hätte ich das verstanden. Aber so ist das alles ziemlich leicht gegangen. Also Sie sind einfach reingefahren, haben sich testen lassen, E-Card, Meldezettel und das war's. Absolut. Und auch jetzt null Wartezeit. Ich glaube, weil das heute der erste Tag hier ist, ging es sehr schnell und sehr unkompliziert. Also wirklich super von der Stadt Wien, muss man sagen.